Christian Esch aus Welling. Er ist Immobilienexperte und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Herzlich willkommen erstmal, Herr Esch. Sie haben 2008, hatten Sie eine besondere Idee. Sie haben gesagt, naja, mit Immobilien habe ich sowieso schon zu tun, aber da gab es noch eine Marktlücke. Warum, weshalb, was haben Sie da getan? Genau, also die Marktlücke war im Endeffekt, dass die Makler haben schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit gehabt, Immobilien, die geben die Immobilie einmal in ihrer Software ein, mhm. ja, und aus dieser Software heraus wird die Immobilie in alle großen Immobilienbörsen verteilt. Ja. Und 2008 hatte ich die Idee, warum gibt es das nicht auch für private Verkäufer oder Vermieter? Ja? Und zu der Zeit ist die Firma Immoticket entstanden. Ja? Unsere Prämisse war es, eine solche Software dann auf den Markt zu bringen, wo der private Verkäufer und auch der private Vermieter die Möglichkeit hat, seine Immobilie einmal einzugeben und aus dieser Datenbank heraus in alle großen Immobilienbörsen zu vertreiben. Mhm. Ja? Sprich, er hat nur einmal die Arbeit und hat enorm große Resonanz, ja, und halt eben die Ersparnis. Mhm. Ja. Ja, jetzt ist es ja so, dass im Zuge der Digitalisierung, also ich meine vor 20, 30 Jahren hat noch niemand darüber nachgedacht, seine Immobilie über das Internet anzubieten. Genau. Es hat sich ganz, ganz viel getan. Was sind so die derzeitigen Herausforderungen in der Branche? Die derzeitigen Herausforderungen sind vielleicht gerade so für den privaten Verkäufer oder Vermieter, mhm. diese rechtlichen Erfordernisse, sprich seit dem 01.05.2014 ist diese NF 2014 in Kraft getreten. Das mhm. heißt, jeder Verkäufer und Vermieter muss darauf achten, dass er einen Energieausweis hat. Ja. Dann hat er zwar, oder oftmals haben die Leute den Energieausweis, mhm. aber die wissen nicht, welche Angaben sie in die Anzeige einbauen müssen. Ja? Das heißt, es gibt da 5, 6 Pflichtangaben, mhm. die in jeder Immobilienanzeige veröffentlicht werden müssen. Ja? Das sind die Art des Energieausweises, das Baujahr des Hauses, mhm. Die Heizungsanlage, die Befeuerungsart, die Energieeffizienzklasse bei Immobilien, die nach dem 01.05.2014, wo der Energieausweis entstanden ist, mhm. und der Energiekennwert. Ja? Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man als Privatmann auch ganz häufig schnell überfordert ist. Ne? Das ist also wichtig, dass man auch einen Ansprechpartner hat, der einem da in diesen Fragen weiterhilft. Und Sie sind da, glaube ich, genau der Richtige, über den wir, wo wir gleich noch genau ansetzen wollen in wenigen Minuten. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann unter anderem weiter mit folgenden Themen. Gruppen für Deutsche Eckcup ausgelost. Bald kicken wieder regionale Betriebsmannschaften für den guten Zweck. Mehr Infos haben wir gleich für Sie. Außerdem Jungweinprobe in Traiskaden. Der Jahrgang 2016, der war ein erfolgreicher. Davon konnte man sich im Yachthafen selbst überzeugen. Und wir sind natürlich vollkommen nüchtern dabei gewesen. Christian Esch ist heute unser Gast, der ist Immobilienexperte und genau darüber sprechen wir. Ich habe vorher im Internet recherchiert, ungefähr 160 Milliarden Euro geben die Deutschen pro Jahr für Immobilien aus, um sie zu kaufen. Und der Energieausweis, den Sie vorhin angesprochen haben, ist ja nur ein Teil dessen, womit man sich befassen muss. Ne? Da gibt es ja noch ganz viele andere Faktoren. Ja, also da gibt's ganz viele Faktoren. Somit der wichtigste ist in unseren Augen, dass gerade der private Verkäufer oder der private Vermieter oftmals den Fehler macht, wenn er eine Immobilie im Internet bewirbt, mhm. dass er den User oder den Interessenten mit Informationen totwirft. Sprich, er schreibt einfach zu viele Bilder, zu viel Text, ist einfach zu viel in der Anzeige drinnen. Ja? Und es gibt eine ganz spannende Statistik, die besagt, ab einem gewissen Grad, ja, sorgt jede weitere Information dazu, dass das Interesse eher abflautet. Ja? Sprich, dass man dem User eher mehr Argumente gibt, sich nicht zu melden, als sich zu melden. Ja? Ja. Und demzufolge muss man sich vorstellen, dass der Interessent, der hat vorher schon 20 Anzeigen gesehen, der liest hinterher 20 Anzeigen. Man muss sich auf das Wesentliche beschränken, mhm. und in der Kürze liegt die Würze, heißt es ja auch nicht umsonst. Ja? Ja. Also man muss markant bleiben, dass man in Erinnerung bleibt. Mhm. Ja? Und dementsprechend sollte man die Anzeige, man sollte schon die wichtigen Sachen reinschreiben, aber man sollte sich kurz fassen. Mhm. Ja? Tendieren Sie denn dazu, dass Sie raten würden, sich einen Makler zu holen, der einem dabei hilft? Oder sagen Sie, nee, das kann der Privatmann heutzutage auch selber machen alles? Er soll es ruhig selber erstmal probieren. Ja? Und wenn er feststellt, dass es vielleicht länger dauert, als er sich das vorgestellt hat, weil es ist häufig so, dass man schon Vermarktungszeiten von mindestens 3 Monaten einkalkulieren sollte. Yeah. Ja? Und dementsprechend steigen natürlich dann auch die Kosten. Ja? Aber wenn er feststellen sollte, dass es ihm zu teuer wird, yeah. ja,
Dann lohnt sich dann vielleicht doch ein wahrscheinlich Makler. Der bessere Schritt, zum Makler zu gehen. Ja? Also ganz viele Fragen, wenn es um das Thema Immobilien geht. Und wir sind noch nicht durch, wir sprechen gleich weiter. Sehr gerne. Die Gruppen für den diesjährigen Deutsche Egg Cup in Koblenz stehen fest. In der Zentrale von Lotto Rheinland-Pfalz fand die Auslosung des Fußballcups für den guten Zweck statt. Wer genau gegen wen spielt und wofür genau Spenden gesammelt werden, hier kommt unsere Zusammenfassung. Und wir sprechen weiter mit Immobilienexperte Christian Esch. Wir haben eben schon so ein bisschen erfahren, was man als Käufer oder auch Verkäufer beachten sollte, wenn es um den Immobilienkauf geht. Aber es tut sich ja auch ganz, ganz viel in der Branche generell, in dem, was man heutzutage braucht oder auch was angeboten wird. Wo sehen Sie so die Entwicklung in der Branche in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Das ist ganz schwer vorherzusagen, ja, weil sich der Markt gerade im digitalen Bereich so extrem schnell im Moment wandelt, ja, dass man als Makler immer wieder gezwungen wird, entweder sich dem Markt anzupassen oder man in der Masse eventuell die Gefahr besteht, verloren zu gehen. Ja. Das heißt, das fängt damit an, dass mittlerweile Drohnen ein ganz, ganz spannendes Thema im Maklerbereich sind, gerade diese Luftaufnahmen. Aha, ja. Das machen noch nicht viele, aber mittlerweile wird es so peu à peu wird's zum Mainstream. Ja? Also, dass es immer mehr Makler in die Produktpalette aufnehmen. Mhm, ja? Und erstreckt sich auch über andere Gebiete. Also, die Preise. Im Moment gibt es viele, die sagen, alles viel zu teuer. Ja? Aber die demografische Entwicklung und die innenpolitischen Entwicklungen und auch was die Zinspolitik im Moment betrifft, ist eher davon auszugehen, dass die Preise mindestens so bleiben, eher noch teurer werden, als das Gegenteilige zu erwarten ist. Ja? Okay, also mit einer Preissenkung ist wahrscheinlich in Ihren Augen nicht zu rechnen. Also darauf würde ich jetzt nicht setzen. Ja. Also eher im Gegenteil, eher damit rechnen, dass es noch ein bisschen teurer wird, als mit günstigeren Preisen. Jetzt leben wir ja, also ich zum Beispiel, in einer sehr ländlichen Region im Westerwald. Da gibt es also, ja, was jetzt gerade die Infrastruktur angeht, sind wir jetzt nicht so super mega auf der Höhe. Glauben Sie, dass sich da noch der Trend entwickeln wird, dass weniger Leute in den ganz ländlichen Regionen leben wollen und dass da viele Leerbauten dann auch stehen? Oder glauben Sie, dass es da auch noch mal eine Gegenentwicklung geben wird? Also vor ein paar Jahren sagte man, dass diese ländlichen Regionen, dass die eventuell Gefahr laufen, auszusterben. Mhm. Ja? Aber mittlerweile gibt es wieder neuere Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Mhm. Ja? Gerade weil die Digitalisierung so weit voranschreitet, dass man viele Sachen, die man in der Stadt fußläufig erreichen kann, dass man die mittlerweile ländlich übers Internet relativ kurzfristig erzielen kann. Mhm. Ja? Gerade jetzt, Amazon hat jetzt, glaube ich, diesen Fresh-Lieferdienst ins Leben gerufen. Okay, ja. Ja. Ich meine, das sind alles Sachen, die brauchen eine Zeit lang, bis die sich entwickeln. Ja. Ja. Aber generell, meine Meinung ist die, dass das Land, dass das nochmal einen kleinen Aufschwung erleben wird. Mhm. Ja. Also Totgesagte leben bekanntlich länger. Ja. Sehr gut, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Herr Esch, ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen Tipps und die Informationen zum Immobilienmarkt. Dankeschön. Gerne. Ja, die Nachrichten beginnen wir mit der Meldung, dass die Polizei eine positive Bilanz in puncto Einbruchsbekämpfung gezogen hat. Alle Einzelheiten dazu sehen Sie jetzt von den Kollegen der Nachrichtenredaktion.